Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Rena und das ist die Tagesbotschaft für euch. Bitte wählt eine Karte und wir schauen, was kommt auf dich zu. Erste und die zweite. Dann nehmen wir die erste. So, meine Lieben, ich muss das zeigen, weil ihr vielleicht näher. Schaut mal. Verlockung, Verführung mit diesen zwei Kirschen. Zwei Kirschen. So eine schöne farbige Karte, der Teufel. Das ist ein großer Arkan. Diese Spinnerin, Spinne, das ist schon eine Frau, oder? Spinne ist die Frau. Schaut mal, sie hat ein Nest. Von zwei Seiten sogar aufgebaut. Hier ist, wenn du dich verlocken lässt, wenn du dich verführen lässt, für irgendwie welche Angebote, ist egal. Vielleicht triffst du den schönsten Mann des Lebens oder die schönste Frau des Lebens, dann bist du dran. Wenn du auf diese verlockende Angebot gehst, da musst du damit schon rechnen. Vielleicht schnelles Geld verdienen. Vielleicht jemand verspricht dir etwas. Bitte heute wirklich aufpassen. Jemand möchte dich, naja, fast versklaven, kann man so sagen. Jetzt die zweite Karte, meine Lieben. Ja, die ist nicht besser. 9 Stäbe. Die Autor gibt ganz andere Bedeutung für diese Karte. Ich sehe das wie Erfahrung. Mensch hat sich verletzt, egal wo, in der Liebe, im Beruf, allgemein. Die Erfahrung hat ihm sehr, sehr teuer gekostet. Auf gewisse Zeit und Weise, Mensch zieht sich zurück. Diese Zeit brauchst du jetzt, deine Wunde heilen, die Lage zu durchchecken, kann man so sagen, schauen, wo genau du bist und dann erst handeln. Hier nimm dir Zeit, um das alles zu verdauen, was ist passiert. Heute einfach aufpassen, sich nicht zu sehr aufdringen irgendwo. Heute diese Karte zeigt sie dich zurück, weil sonst kommt wieder neue Verletzung. So, meine Lieben, das tut mir leid, dass es sowas ist, aber wie sagt man, das ist Vorwarnung. Wenn ihr spürt eine von den zwei Karten, ich werde mich freuen, wenn ihr mir Feedback hinterlässt. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Alles Gute und alles Liebe.